Willkommen zurück bei GTA 5, wo wir gerade den Bugstars Lieferwagen geklaut haben. Yo, yo, Bros, wir sind wieder da hier im Business. Back to the GTA shit in the house. The shizzle, man, nizzle, frizzle. Der kleine Frizzle. Kennst du der kleine Frizzle? Den kleinen Fritz kenne ich. Genau. Fritzchen. Da gab es ganz schlechte Witze. Die waren noch besser als deine, zwar, aber... Klein Frizzle hört sich so ein bisschen an wie... Ja, kann man sich nennen als MC, als Ernstzunehmender. MC so, Frizzle. Little Frizzle, Alter, Little Frizzle. Ich finde immer noch MC Kaiser wäre immer am besten. Ja, der ist sowieso der Beste. Legende, die Legende. So, die Karre, wenn wir die Karre abliefern, haben wir die Hälfte schon. Dann haben wir zumindest das Betäubungsgas schon mal für den Juwelenraub haben wir schon am Start. Las Geil. Lagunas. Geil. Ich finde die Ecke hier ist echt nice. Hier sind wir in Hollywood quasi. On Tour. Über die Straßen, mitten in der Nacht. Schön, ich mag das so. Nachtfahrten mag ich ja sehr gerne. Ja, das ist hier auch deutlich heller als bei GTA 4 noch, glaube ich. Ne? Das war teilweise ein bisschen sehr dunkel. Da hast du, obwohl ich glaube, hier auf dem Land ist es vielleicht dann auch dunkler. Hier hast du ja überall die Stadtbeleuchtung. Ja, halt aber hast du ja bei Liberty City eigentlich auch gehabt. Also ich kann nicht sein, dass ich mich vertue, aber ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, zumindest mit dem Ice Enhancer, dass es ein bisschen dunkler ist bei GTA 4. Ja, das kann sein. Der Ice Enhancer zieht es aber ein bisschen runter, weil der den Kontrast hochzieht. Aber wir machen ja mittlerweile eh das Let's Talk auch bei GTA 5 auf der Xbox-Version. Insofern ist da eh, flimmert nur noch wenig GTA 4 über unsere Monitor auf, wenn ich sagen muss, die PC mit Ice Enhancer sieht mindestens genauso gut aus. Warte mal, müssen wir nicht ganz detailliert, aber ja. So, haben wir den. Super. Ah, zurückgebracht. Bestanden. Heimtückische Plage. Oh. Bronze, was ist eine heimtückische Plage? Das ist diese Plage bei den Ägyptern, 10 Gebote und so. Okay, ja, leider nur Bronze diesmal. Ich weiß aber auch nicht, was wir da hätten besser machen können. Keine Ahnung, was wir hätten wahrscheinlich den Lieferwagen ohne Verfolgungsjagd klauen können. Heimtückische Plage. Wahrscheinlich hätten wir Bugs befreien können. Scheiße. Bugs befreien. Ach so, um den dann zu stehlen. Ah. Okay, ich hole mal Lester an. Hey Lester, we got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Ach, das war noch gar nicht das Betäubungsgas. Natürlich nicht, das war jetzt nur... Der Wagen, ja, aber den brauchen wir ja auch. Boah. Alter. Nee, lass den Wagen, nicht noch einen Lieferwagen. Nimm dir halt anderes mit. Da vorne steht. Ah, da vorne steht ein roter an der Ampel. Der sieht. Ist der gut? Nee, der ist nicht gut. Nee, das ist einfach. Ach komm, ach scheiß drauf. Dann nehmen wir den eben. Warte mal, was dahinter noch kommt. Holy auch nur Scheiße, oder? Ja. Viel schlechter geht's ja kaum. Ist der Honda Civic? So, keine Ahnung. Honda. Ah, nobody move, nobody get hurt. Nee, stimmt ja gar nicht. Toyota nobody Prius, move, ich verwechsel nobody die immer. Get hurt. Entschuldigung, ich singe hier gerade diesen tollen Song. Ja! So. Gib mir Ganja, Mann! So, vor allem, wir machen auch mal Ja und Ganja und Mr. Officer. Das ist also Klischee, wir packen direkt alles aus. So ein bisschen. Ach, du packst alles aus? Nee, bitte mach das mal draußen. Ja. Oh, jetzt stinkt's hier wieder nach Frittenfett. Eben wolltest du mir noch 10 Euro geben dafür. Ja, mehr war es auch nicht wert, ganz schade. Ehrlich. Ja, aber du bezahlst ja dafür, da bringen wir jetzt mehr. Nee, damit du wieder einsteckst, zahle ich jetzt 10 Euro. Wir machen nämlich beim Gronkh immer Nudistenaufnahme. Ja, wir haben einen Tag die Woche, wo wir immer, wenn wir hier aufnehmen, sitzen wir immer nackt am Rechner. Ja, manchmal habe ich auch noch so ein Hawaii-Hemd an, einfach weil es ein bisschen kühler wird. Aber unten lässt du baumeln, ne? Ja, unten lässt du baumeln, ist einfach bequemer bei der Aufnahme. Wir sind einfach Verfechter des FKK-Let's Plays. Ja. Ist auch schön, wenn es so ein bisschen auf dem Bürostuhl schlackert, weißt du? Ja, schießt die Türen auf? Es klebt noch manchmal am Leder. Hä? Schieße die Türen auf? Zerstöre den Transporter? Welchen denn? Ah, jetzt musst du das Zeug besorgen. Da vorne ist der Transporter. Wo siehst du oder den? Haben wir genau die richtige... Guck doch aufs Radar, Alter. Ach, auf dem Radar. Ich dachte, ich guck hier gerade rüber und sehe nichts. Der nie, ey. So, der ist unten. Da muss ich ja unten lang fahren. Ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ich übersehe Radar auch andauernd. So, jetzt muss ich mal gucken, wo der genau steht. So ein Radar habe ich einfach nicht auf dem Schirm. Oh, du hast ja wohl ein Radar ab. Ja. Radar Ramadan. Den lass ich mal unkommentiert. So. Hey, was machst du? Ach so, der fährt! Ja, natürlich. Er ist die ganze Zeit ein blauer Punkt in Bewegung. Nee, ich dachte, der parkt da, so wie hier. Ja, jetzt steht er da. Warte, das ist er. Ja. Lass mich doch clever sein. Oh, oh. Okay, nee, doch nicht. Ah, das ist ein Krankenwagen, kannst du klauen. Ach so, ach, jetzt klaut er die Karre natürlich wieder. Ich dachte, wir können da hinten rein. Oh, nicht wieder. Na, das ist aber ganz schön verfolgungsjagdig hier. Ich dachte, ich kann da jetzt hinten irgendwie rein. Vor allem, dass der Typ sich rauswerfen lässt mit einer kugelsicheren Weste und einer Knarre. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht war der einfach überrascht. Das war eher so ein Humane.
Weißt du, guck mal, hier stehen überall die Nutten am Bahnhof. Die haben wir doch eben, wir sind ja schon ein paar Mal vorbei. Ist sozusagen dein Brunnen, da wo die Nutten sind, das ist bei mir der Brunnen in GTA 4 gewesen. Beim Let's Talk immer. Warte mal, ich gucke jetzt mal ganz kurz, kommen wir hier irgendwo lang? Das ist sowieso das beste GTA-Gameplay der Welt, ne, immer. Scheiße, wir kommen ja gar nicht mehr raus. Ich muss dann auf die Hauptstraße zwiebeln. Warte mal, das ist eine super Position hier. Bleib mal unter dieser Brücke. Vielleicht fahren die vorbei. Ach, Alter. Klappt. Cool. Boah, war das ein Mörderverfolgungsjahr. Geil, ich bin doch völlig verschwitzt. Das war die beste der Welt. So, dann ziehen wir das Ding da mal hoch. Boah, der ist richtig schnell. Der ist richtig spritzfidee. Krass, wie schnell die Verfolgungsjagden aufgeben. Das ist ja unfassbar. Ja, ich würde auch nicht nach Humane Voll Labs in Research. Nee, kann ja nichts Wichtiges sein. Nee. Die Chemikalien. Voll die Lampenbullen hier im Spiel. So, dann düsen wir hier mal runter. Hier mal hier diese Ausfahrt. Erinnert mich so ein bisschen an Breaking Bad auch, diesen Crystal Meth Wagen. Diesen LKW, die. So, warte mal. Oder den Wohnwagen. Da kann ich leider nicht mitreden, ich hab's immer noch nicht gesehen. Also, es gibt natürlich viele geile Serien, aber Breaking Bad kommt in meine Top 10 der besten Serien. Boah, so, rufen wir Lester an. Hey, Lest, I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Tja, haben wir alles organisiert. Das ist schön, ne? Jetzt müssen wir nur noch den Bankraub starten. Donald Bros. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael. He makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Aber ich hatte da noch eine Frage. Nein, jetzt ruhig, wir gehen. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Gus, Eddie, you're in the van, all right? Steig in den Wagen. Oh. Unser erstes großes Ding, ne, Kollegen? Ja, jetzt reißen wir mal was hier. See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. So, V. Ich steig in den Wagen. Ja, es klappt ja wunderbar. Vielleicht sollst du gar nicht fahren. Wir haben ja Fahrer engagiert. Stimmt. Steig ich mal lieber hier ein. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wenn die jetzt ohne mich losfahren, bin ich sauer. Vielleicht musst du da in diesen anderen. Ich muss wahrscheinlich genau in die Karre fahren. Na gut. Rein da. Ich dachte, ich kann mich jetzt mal chauffieren lassen. So. Albany Primo. Der gute Primo von Albany. Ja, dann fahr auch. Und du wirst nur bezahlt, wenn Alright, der Job you aufgeht. Got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. What you got to worry about? I don't know. I ain't done any real work in years, you know? So I'm giving half the take to guys who are supposed to be the best in the business. All right. Then it's all taken care of. You on top of shit? Yeah, do I need to give 12% to a gunman? 14% to a driver? 15% to a hacker? And that's on top of all the other outlays. I feel like a chump buying myself a score. Shit, I guess we'll find out if they worth it, right?
Das werden wir bestimmt rausfinden. Desto besser werden ihre Fähigkeiten. Mhm. Ihr Anteil erhöht sich dadurch nicht. Das ist natürlich super. Also aber sollten wir immer möglichst dieselben einsetzen eigentlich. Ja, aber wir haben natürlich die teuersten gebucht. Da müssen wir mal gucken. Oder wir nehmen die günstigsten und machen halt viele krumme Dinger, damit die besser vielleicht werden. Vielleicht hätten wir das echt machen müssen. Einen Noob da noch reinholen ins Boot. Naja gut, aber den ersten Deal können wir jetzt auch so machen. Mit Profis. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Hier ist das Rockford Plaza. Schön. Haben wir aber gerade, müssen wir erstmal Sightseeing verschieben, leider auch später. Ich würde auch gerne aussteigen, ein bisschen rumgucken überall. Das ist immer schön, hier durchzufahren. Ja, aber wir haben ja immer Arbeit hier. Immer gibt es was zu tun, immer nochmal einen Job. This is it up there. There's a way through the site, up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. So, parken wir mal hier, ne, da wo es markiert ist. So. Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. So, begib dich auf das Dach. Dafür müssen wir natürlich... Ach nee, wir sind ja schon hier. Ich wollte gerade außen rumlaufen. Die bauen hier gerade noch. Exterminators here! Von wegen. Doch, das trifft schon hin. Exterminator. Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. Ich bin schon dabei, Bro. So, noch einen nach oben. Jo, einfach mal einen kleinen Spaziergang. Ich meine, wir machen so viele Fitnessfolgen in letzter Zeit, ne? Ja, Mann. Tauben, scheiße. Ja, Taubenscheiße. Ja. Sag mal, hier waren wir doch auch schon. Ja, wir müssen doch jetzt das Gas hier in den Ventilationsschacht pumpen. Stimmt, das war auch, wo wir die Fotos gemacht haben, klar. Genau. Schon was her. Wir haben ja zwischendurch noch einen möglichen anderen Mist gemacht. Ein Pornostar. Waiting on your signal. Just gotta get where I can throw this. Hey, I saw you had some grenades on you. Don't throw them instead of the gas bombs. Oh ja, I can tell the difference. Hey, kid, something go wrong? Sit tight. Immer mit der Ruhe, wir müssen noch ein bisschen klettern. Sieht cool aus da im Hintergrund. So, ja. So, halte LB gedrückt. War das jetzt oben oder unten? Hier, ne? So. Okay, wo ist denn das Gas? Das ist die Granate? Nee. Warte mal. Das ist doch die Granate, die wir gekauft haben. Kannst du da wechseln zwischen denen hin und her? Links und rechts, drück mal. Ah, BZ-Gas, ja. Okay. So, wirf das BZ-Gas in den Lüftungsschacht. LT, um deinen Wurf auszurichten. Okay. Du musst ihn ziemlich weit nach oben werfen. Nicht so drauf? Ich weiß nicht. Guck mal, ob dir den Bogen anzeigt, wenn du wirfst. Ich weiß es gar nicht. Drück mal werfen, jetzt die Taste für werfen. Nee, tu da nicht. Okay, ich werf einfach, ja? Oh, das wird nichts, glaube ich. Oder? Doch, tatsächlich. Muss man einfach nur nochmal zielen. Ist ja ganz gut. Man muss gar keinen Winkel. Warte. Ausrechnen. Do you love her? Well, I love her a lot. I wasn't thinking it was... Think about it like this. I mean, I always say that... I told him to fix that goddamn AC! What's going on? Sehr schön. Geil. Läuft ja wieder am Schnürchen, ne, jetzt hier. Let's go. Sehr geil. Irgendwas wird schief gehen, ich weiß es genau. Go, cool, jetzt go, auch den Charakterwechsel. So, drücke B. Give me the loop, bro. Alter, schnapp dir den Kram. Ja, natürlich. Warte. Mehr. Ja. Werd mal nicht zu gierig. Ja, wir haben nicht viel Zeit. Schnell, wir müssen mehr. Wir brauchen noch mehr. Wir haben nur 1,5 Millionen zusammen. Ja, ich räume ja schon ab. Ich mache ja schon gerade ein bisschen Pizza-Party. Scheiße. 20 Sekunden. Wir müssen ja auch noch den Share bezahlen an die Leute. Und wäre besser, wenn wir jetzt... Hast du recht. Ich beeile mich ja schon. So, eine Minute haben wir noch. Woll komme ich auf 20 Sekunden. Eine Minute, 20 Sekunden war das dann. Nee, warte. Okay, sollen wir raus? Okay, noch einen. Und dann raus. Wir haben das Geld. Hau ab. Wir haben genug Kohle. 4,3 Millionen. Wir können den Typen auszahlen. So. Wir hätten noch mehr natürlich, aber sicher ist sicher, oder? Alarm. Fuck. Go. Auf dem Bike. Scheiße. Boah, übel.
Wolltest du bloß hier auf die Fresse fliegen? Das wird passieren, ich weiß es jetzt du schon. Du schaffst das. Nee, du bist mittlerweile echt gut am Fahren. Also du hast drauf, komm. Du kannst das schaffen, lieber Gronkh. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Fahr einfach die Bullen abhängen, dass du die fahr mal mit den anderen. Sehr geil. Das war Hammer. Oh nein. Nein, fuck it. Alter, ich sehe nichts. Oh, fuck it. Alter, da rollen sich mir die Zehennägel hoch. Vor Anspannung. Alter, ich bin gerade so auf 180. Wow. Geil. Was geil. Nein! Ah, fuck it. Wieso ziehen wir uns hier unten nicht um? Wechseln den Wagen. Ist aber eigentlich eine super Nummer, da durchzufahren. Alter, ich bin gerade so angespannt. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich auch. Ja, das klappt ja so links. Boah, manchmal. Ja, Alter. Stockt mir der Atem. Aber ist geil, macht richtig Spaß. Spannend. Ja. So, fast geschafft, sagt er. Aber das heißt ja nichts. Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, auch so überschnell jetzt hier zu fahren. Fuck it, hast du gehört? Die Cops warten am Fluss. Shit, da musst du nochmal durch. Yeah. Don't worry, I got you. Shit, man, we screwed. Keep driving. The bull bars on this truck should help us with the cop. Scheiße, muss die Cops wegballern. Sehr schön. Da vorne ist noch einer. So, ja, ich trete schon aufs Gas. Boah, ist das eine geile Mission. Einfach nur Hammer. Heilige Scheiße. Diese Kanäle sind übrigens sehr geil für einen Speedtest. More heat, guys. Fuck you. Watch out. Mann, das waren nur noch 4 Millionen Leute. Jetzt stellt euch nicht so an. Oh, yeah. Alright, we're clear of the cops for right now. We'll stop at the end of the river and we'll get the bikes into the truck. Der Truck ist ja auch super unauffällig. So, da sind wir. Waiting on you, kid. Super gemacht. Obwohl, mit dem Laster würde ich nicht weiterfahren, ehrlich nee, gesagt. Nee, überhaupt nicht. Lester's waiting for us at the lockup. So, die Fähigkeiten der Crew haben sich verbessert. Plus 25% ist natürlich geil. Aber doof, dass wir nicht die billigen genommen haben. Aber andererseits, wer weiß, was passiert wäre. Was mich gewundert hat, dass jeder voll gut Motorrad fahren konnte, war ein bisschen... Ja, Pros, Alter. Das sind echte Pros. Wir arbeiten nur mit Profis. Natürlich. Sieht man ja an uns beiden. Wir sind ja auch Pro-Gamer. Stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man. Oh, yeah, we did it, baby. We did it. Yeah, we did it. You know what I'm saying? Woo! I might just be able to send my kids to college. It was a good takedown. Oh. Here's to the first of many. In you come. Come on. Ich glaube, zum Beispiel die teure Hackerin hätten wir uns ein bisschen sparen können. Geile Scheiße. Nee, die hat uns Zeit verschafft. Das war super. Stimmt. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Hart wie ein Diamant.